Gute YouTube. Der Bulli ist den Winter über und jetzt auch im Frühjahr, wo es hier immer noch um die 0 Grad sind, relativ schwierig angesprungen. Es wird also mal Zeit, die Glühkerzen auszuwechseln. Warum man das auf gar keinen Fall selber machen sollte und wenn man es selber macht, worauf man achten sollte, erkläre ich euch in den nächsten Minuten. Also, bleibt dran, wenn es euch interessiert. Bis gleich. Warm gefahren. Ich lasse ihn jetzt im Hintergrund noch ein bisschen tuckern, damit er nicht gleich wieder auskühlt. Was braucht ihr noch? Neben den neuen Glühkerzen, diesmal WD-40 und kein Ballistol. Es geht darum, dass ihr Schmiermittel habt, was extrem gute Kriecheigenschaften hat. Das ist bei WD-40 gegeben. Das verdunstet oder verschwindet auch wieder relativ schnell. Ihr braucht einen Drehmomentschlüssel mit Newtonmeter zwischen, sagen wir, 5 und 20 Newtonmeter. Einen speziellen 10 mm Glühkerzenschlüssel oder Aufsatz, Nussaufsatz, am besten mit Verlängerung. Es ist natürlich relativ frickelig, daran zu kommen. Jetzt kommt das Allerwichtigste. Glühkerzen haben eine relativ dünne Wand. Das heißt, wenn man da mit Gewalt rangeht, entweder zu viel Gewalt beim Lösen oder auch zu viel Gewalt beim Anziehen, kann es sein, dass die euch komplett brechen. Das ganze Gehäuse bricht weg. Und dann steckt das Gewinde in eurem Motor und das kriegt ihr dann nie wieder raus. Das heißt, aufbohren, Motor ausbauen und so weiter. Eine Riesenkatastrophe. Und das ist der Grund, warum man eigentlich empfiehlt, macht das nicht selber, weil das könnte einen hohen Schaden mit sich bringen. Den Tipp mit dem Motor warm laufen lassen, habe ich von Christian von Road & Board bekommen. Der ist Kfz-Mechaniker, der sagte auch, Sieben, mach's nicht selber. Gleiche sagte auch Manu von Schalldose und mein Nachbar, der relativ versierter Schrauber ist. Alle haben mir davon abgeraten, aber in der jetzigen Zeit muss man noch sparen, wo man kann. Das heißt, ich wage mich da jetzt einfach mal selber an. Ich habe mir eine GoPro vorne installiert, die ich übers iPad verbunden habe, damit ich sehe, was ich da unten mache. Das heißt, es ist erstmal Wagen ausmachen und die Verkabelung an den Glühkerzen abziehen und dann geht's los. Also, bis gleich! So, als erstes muss ich hier unten, da ist die Steckerleiste, da sitzen die vier Stecker dran, das ist das Kabel, um die Glühkerzen zu verbinden. Das demontieren wir jetzt erstmal. Ich habe jetzt diese Vierer Steckerleiste, nenne ich sie mal ganz salopp. Die konnte ich jetzt lösen. Nummer 3 war ein bisschen Spack. Also versucht da nicht zu hebeln. So, und jetzt wird's ernst. Ich habe tatsächlich ohne Scheiß Muffensausen. Aber ich versuche die jetzt mal, ja, die erste Glühkerze zu lösen. Relativ easy raus, ein kurzer Knack und dann konnte ich sie schon mit der Hand drehen, im Gegensatz zu dem Rest, da waren die Gewinde ziemlich dick. Aber jetzt bin ich ein wenig besorgt, weil ich glaube nicht, dass das so sein soll. Nämlich ist die Glühkerze, und da hoffe ich einfach, dass es das WD-40 war, was auch ein bisschen was vom Motor rausgewaschen hat. Ich habe hier lauter Öl dran. Also ich glaube, da wo die Glühkerzen sitzen, soll halt eigentlich kein Öl dran.
oder kein Öl zu finden sein. Wie gesagt, ich vermute, dass ich dadurch, dass ich großzügig WD-40 drauf gesprüht habe, dass sich da einfach ein bisschen Schmutz vom Motor gelöst hat und ich beim Rausziehen jetzt die Kerze eingesaut habe. Also jetzt kommt das Sorgenkind, Position, Glühkerze an der Position 1. Was. Schwere Geburt, aber da ist das letzte Ding. Auch total verrußt und angebacken. Ja. Jetzt geht es zum nächsten Schritt, die neuen einbauen. Vorne liegt die neue Glühkerze, im Vergleich dazu hinten die vier ausgebauten. Schon ein deutlicher Unterschied zu merken. Damit bin ich ein bisschen beruhigter, wenn ich es jetzt nicht ganz verbocke, sollte doch alles wunderbar laufen. Ich baue jetzt die neuen vier rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sitzen alle vier Glühkerzen wieder auf Position. Zwei und drei ließen sich wirklich mit der Hand bis zum Anschlag reindrehen. Das war wirklich super. Okay, dann rede mal mit mir. Darf ich wieder mit YouTube reden? Ja. Du gehst. Also 2 und 3 ließ sich relativ gut mit der Hand bis zum Anschlag anziehen. Ich habe da mit dem Fingernagel nochmal drunter gefühlt, ob die auch bundig sitzen. Den Rest muss der Drehmomentschlüssel machen. Da erkundigt euch bitte nochmal bei dem Hersteller. Das ist von Glühkerze zu Glühkerze unterschiedlich. So zwischen 6 und 15 Newtonmeter fester darf es nicht sein. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass ab 20 Newtonmeter dann auch das Köpfchen abbricht. Das heißt, dann ist es im Eimer. Was mir so ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist, dass Glühkerze 1 und 2 tatsächlich auch schon auf die ersten Umdrehungen relativ schwierig festzuziehen war. Ich kann jetzt nicht sagen, ob man da hätte mit Schmiermitteln, Fett, irgendwas anderem, das man hätte ein bisschen geschmeidiger machen können. Das ist dann eher so ein Ding, was Experten und die Fachleute unter euch besser wissen. Nicht, dass man da irgendwie zu viel Flüssigkeit reinbringt und dann in der Brennkammer irgendwas nicht mehr glüht oder weiß der Teufel was. Da habe ich jetzt erstmal die Finger von gelassen. Genau, jetzt geht's mit dem Drehmomentschlüssel weiter. Da gibt es spezielle, die für Newtonmeterzahlen unter 20 ausgelegt sind. Also nehmt nicht den großen hier zum Reifenwechsel, nehmt vorsichtig anziehen. Und dann stecken wir die Steckerleiste wieder drauf, die ich euch hier nochmal im Detail zeige, damit ihr das Teil auch mal gesehen habt. Genau, jetzt noch die letzten vier Umdrehungen ziehen und dann machen wir mal einen Probestart. Ja, geschocktes Gesicht oder nicht? Ihr werdet es gleich erfahren. Bin gespannt. Also das war dringend nötig. Gut, wir haben jetzt nicht wie heute Morgen 0 Grad. Aber selbst bei relativ angenehmen Außentemperaturen hat der richtig rumgezickt. Und jetzt Schlüssel rein, vorglühen für 1-2 Sekunden maximal und der springt sofort an. Ach, das ist der Hammer. Wo nehme ich euch denn mal kurz mit? So, jetzt habe ich zusammen, was ich brauchte. Also, als erstes braucht ihr natürlich einen ganz normalen Ratschenkasten mit verschiedenen Verlängerungen. Die hier fand ich jetzt ein bisschen arg kurz. Die lange war zu lang, also die wird so um die 6-7 cm haben. Die Länge eher um die 15. Irgendwas dazwischen ist gut. Was auch immer gut funktioniert, ist, wenn ihr mit Winkeln arbeitet. Das ist wirklich wichtig, dass ihr beim Rausdrehen der Glühkerzen satt aufsetzt und nicht irgendwie verkantet. Mehrfach erwähnt heute, dass die Dinger sehr sensibel sind. Dann habe ich einen 10er Aufsatz,
der speziell etwas länger ist für Glühkerzen. Hätte ich vorher mal meinen Steckschlüsselsatz geguckt, dann hätte ich gemerkt, dass ich mir dieses Ding hätte sparen können. Hier ist nämlich ein Winkel mit einem Zehner direkt in der Kombination. Finde ich aber nicht so geil, weil man nicht so richtig gut aufsetzen kann. Dann der besagte Newtonmeter-Schlüssel für Drehmomentschlüssel für die leichteren Anzieharbeiten braucht man sowieso immer im Bulli, egal ob man Dachträger, Sicherheitsgurte, was auch immer verwendet, immer nach der richtigen Drehzahl, nach dem richtigen Drehmoment gucken. Dann natürlich auch die neuen Glühkerzen. Und jetzt eine wichtige Info. Macht sowas gerne bei der Werkstatt um die Ecke. Gerade in der jetzigen Zeit haben die hiesigen Dienstleister und auch Einzelhändler echt zu kämpfen, unterstützt und supportet den Local Markt. Nichtsdestotrotz werde ich euch alle von mir verwendeten Sachen unten verlinken. Was im Moment hier sehr schwierig ist, ich habe zum Beispiel von unserem VW-Händler um die Ecke Newsletter bekommen vor einigen Tagen. Die werden den Verkauf von Ersatzteilen an Privatpersonen wie mich komplett einstellen. Das heißt, ich habe Riesenprobleme hier vor Ort gewisse Dinge zu bekommen. Das heißt, ich muss sie leider im Netz bestellen. Dafür schaffen wir einen Ausgleich, indem wir andere Dinge, die wir sonst bestellt hätten, im Moment hier um die Ecke kaufen. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Ach ja, und ich habe es euch ja vorhin schon gezeigt, Glühkerzen, Ölfilter, Dieselfilter liegt auch schon da. Wir machen so ein bisschen Frühjahrscheck. Das kommt also in den nächsten Wochen. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und freuen uns über Kommentare. Tschö, Gude! Ein Tipp, die Glühkerzen sind sehr fallempfindlich. Das heißt, wenn die aus 10 cm euch auf den Boden fallen oder auf den Tisch knallen, dann sind die vielleicht sogar hin. Von daher immer vorsichtig umgehen mit den Dingern. Oh Scheiße.